Hallo, herzlich willkommen bei Just Feel It, die etwas andere Meditation. Ja, schön, dass du eingeschaltet hast. Vielleicht bist du auch heute zum ersten Mal dabei und ich erkläre dir kurz, worum es hier geht. Wir wollen gemeinsam meditieren und zwar nicht mit Mantras, Atemzielen, auf der Matte sitzen und Gedanken ziehen lassen, sondern wir möchten gemeinsam ins Fühlen kommen. Denn im Fühlen erreichen wir unseren tiefsten inneren Kern, unsere Seele und kommen mit uns selber in Kontakt. Und das ist es, was wir gemeinsam hier tun auf dem Kanal. Und heute geht es um das Thema Federleicht im Spiel. Ja, ich weiß nicht, ob dir bewusst ist, ich denke da immer wieder drüber nach, dass es eigentlich zwei verschiedene Arten gibt, ins Tun zu kommen. Einmal von außen motiviert, das ist eigentlich so das Gängige in unserer Gesellschaft heute. Also so ein bisschen von hinten gedrückt oder von vorne gezogen werden wir durch Dinge, die uns in Aussicht gestellt werden, die uns motivieren. Ich sag mal Preise, die wir gewinnen können, Gehalt, das wir gezahlt bekommen, Pokale und so weiter im Wettbewerb, in der Abgrenzung zu anderen, besser zu sein als andere, im direkten Vergleich und in der Konkurrenz zu bestehen und uns ja, unseren Platz dazu schaffen und ja, an unser Ziel zu kommen, sehr fokussiert. Und die andere Seite, die andere Möglichkeit, der ich heute einfach mal ein bisschen Platz und Raum geben möchte, ist die Variante der eigenen Motivation. Aus sich selbst heraus, sich entfalten zu wollen, sein Potenzial, seine Kraft, all das, was man kann, mit dem man letztendlich geboren wurde, als ureigene Kraft, die man hat, die rausbringen zu können in die Welt, auf die Strecke. Und das geht unheimlich gut mit einer Leichtigkeit, spielend. Wenn einem etwas Spaß macht, dann ist es eigenmotiviert, dann genießt man, was man tut. Dann hat man so viel Freude dabei, dass man es einfach freiwillig macht, ja. Und da ist es egal, wer macht das noch oder wie sind die anderen, sondern man macht dann sein Ding, weil es leicht ist, weil es von alleine kommt, weil es fließt, weil es im Flow ist, sag ich mal, und einfach das, was man ist, verkörpert wird. Und das ist das, was so schön ist, finde ich. Und es ist nicht von außen motiviert, sondern es kommt von der inneren Motivation. Und diesem Thema möchte ich heute einfach ein bisschen Platz geben in der Meditation, dass wir da nochmal reinkommen, mal rein spüren und uns schauen und anschauen, was das mit uns macht. Ja, wer heute zum ersten Mal dabei ist, wir machen es immer so, dass wir uns einen schönen Platz im Raum suchen, wo wir sind. Die meisten werden schon sitzen auf dem Stuhl, Sofa, Meditationskissen. Und dann kommen wir gemeinsam erstmal in eine ganz tiefe Entspannung, in der wir uns öffnen, so in 2, 3 Minuten, dann für den Text, der mit wunderschöner Musik begleitet ist und unsere Meditation dann ist, so als Kern des Videos. Und zum Schluss werde ich noch nach der Meditation kurz ein paar Worte sagen. Jetzt werden wir erstmal gemeinsam diese 3 tiefen Atemzüge nehmen. Durch die Nase einatmen und ausatmen. Und nochmal tief einatmen. Und ausatmen. Und nochmal einatmen. Und lange ausatmen. Jetzt dürft ihr gerne in eurem eigenen Rhythmus weiteratmen. So ein bisschen auf eure Atmung achten, ganz bewusst. Und vielleicht merkt ihr, wie euer Körper langsam weich wird. Lasst beim Ausatmen alles gehen. Die Muskeln dürfen jetzt weich werden und loslassen. Nichts braucht mehr festgehalten zu werden. Auch kein Gedanke wird jetzt mehr gebraucht an das, was vorhin war oder das, was demnächst kommen wird.
Wir sind im Hier und Jetzt. Nur dieser Moment zählt. Und wir atmen noch einmal gemeinsam tief ein und wieder aus. Und wenn du dich in deiner Entspannung fühlst, dann lausche jetzt meine Geschichte von der Leichtigkeit im Spiel. Ping-Pong. Du sagst Ping und ich sag Pong. Zusammen sind wir Ping-Pong. Ein lustiges Spiel, hin und her. Schön mit dem Ball im Spiel, dann bringt es Spaß, hin und her. Wir lachen, tricksen uns aus, versuchen Kunststücke, Unmögliches, einen Rekord, hin und her. Wir sind ein Team und kreieren, vergessen die Zeit. Mit unseren Füßen auf dem Rasen, hin und her. Geben unser Bestes, zu zweit. Fühlen den Stein, auf den wir treten, auf dem Weg, hin und her. Etwas zurückzugeben, den Ball. Es ist ein Zuspiel, miteinander. Nur so, zum Spaß. Das Herz hüpft mit, bis der Killer kommt. Ich höre es sagen, mein Gegenüber, lass uns zählen. Jetzt wird's ernst. Leichtigkeit, wo bist du? Nicht mehr leicht, du stirbst. Jetzt spielen wir gegeneinander. Was gut ist für dich, ist schlecht für mich. Ein Punkt für dich ist keiner für mich. Am Ende ein Sieger und ein Verlierer. Ist es das wert? Klar, wir lernen am Experiment, dass unser Traum platzen kann. Dass wir hergeben müssen. Ein Stück abgeben von der Illusion, dass wir ein guter Spieler sind. Heute hat es nicht gereicht. Für mich oder für dich. Eine Lektion, down to earth. Sei ein guter Verlierer. Gebt euch die Hände. Klar, mache ich das. So macht man das doch. Zurück bleibt ein fader Geschmack. Gedanken im Rückwärtsgang. Warum habe ich das so? Der hat mich aber. Aus Spiel wird ernst. Schluss mit lustig. Zahlen frieren sie ein, die Freude daran. Wir richten uns gegeneinander. Leichtigkeit verblasst im Zeitraffer. Ich gegen dich und du gegen mich. Lass uns wieder spielen. Du sagst Ping. Und ich sag Pong.
Zusammen sind wir Ping-Pong. Wie schön ist das? Wir nehmen nochmal gemeinsam einen tiefen Atemzug. Ja, wer die Augen noch nicht geöffnet hat, kann sie jetzt langsam wieder öffnen und kann so ein bisschen in die Bewegung reinkommen. Mal den Kopf bewegen, die Hände, Arme, die Füße auf dem Boden und langsam wieder ankommen in diesem Raum und in dieser Zeit. Schön, dass du heute dabei warst und mit mir zusammen die Meditation gemacht hast und mit mir zusammen ins Fühlen gekommen bist. Ja, und was ich dir mitgeben möchte, ist diese Leichtigkeit, dass wir die doch das ein oder andere Mal, wenn wir an irgendeiner Aufgabe sind, wenn wir vielleicht uns sehr einschränken in unserer Sicht, sehr fokussiert sind und sehr angestrengt etwas tun und spüren, dass uns das auch gar nicht gut tut, dass wir gar nicht zum Ziel kommen damit und dass es immer anstrengender wird und immer schwieriger, vielleicht doch dann einmal innezuhalten, 3-4 Atemzüge zu nehmen und zu sagen, ich lasse die Leichtigkeit jetzt mal ein bisschen hier reinkommen. Ich sehe das mal nicht so übertrieben, fokussiert, sondern ich versuche mal mit ein bisschen mehr Freude ranzugehen, Spaß, spielerisch einfach. Und vielleicht hilft dir das ein oder andere Mal, dich daran zu erinnern, dieser Leichtigkeit dann ein bisschen mehr Raum zu geben und die Fokussierung und das Anstrengende ein bisschen in den Hintergrund treten zu lassen. Das würde mich persönlich sehr, sehr freuen, wenn mir das gelungen ist, heute zu transportieren. Und ja, ich danke dir einfach, dass du dabei warst. Würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest, wenn es wieder heißt Just Feel It. Und wenn du magst, kannst du meinen Kanal abonnieren. Das würde mir persönlich sehr, sehr helfen, meine Geschichten und die Meditationen in die Welt zu bringen. Vielleicht möchtest du sie auch mit Freundinnen und Freunden teilen, einfach weiterschicken oder mir einen Daumen nach oben lassen, wenn dir das gefallen hat und dir etwas gegeben hat. Ich danke dir und freue mich aufs nächste Mal, wenn wir uns wieder sehen. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Tschüss.